Was gibt es Neues zu All of Us Are Dead? Eine Frage, die ich ziemlich oft höre oder lese. Ich habe jetzt schon seit einer ganzen Weile kein neues All of Us Are Dead Video mehr rausgebracht. Das liegt nicht daran, dass ich keine Lust habe, ein Video darüber zu machen, sondern dass es einfach keine neuen News zur Serie gibt. Die Koreaner halten sich bei der Produktion ihrer Serie sehr bedeckt. Alles, was momentan bekannt ist, ist, dass sich die zweite Staffel in Produktion befindet und dass die zweite Staffel sehr wahrscheinlich Ende 2024 auf Netflix veröffentlicht wird. Momentan kann man nur spekulieren, ob es einen Zeitsprung in der Serie geben wird. Das würde heißen, dass die zweite Staffel nicht direkt am Ende der ersten weitergehen wird, sondern dass einige Jahre vergehen, die Charaktere älter werden und es dann einen neuen Zombie-Ausbruch geben wird. Aber bisher sind das reinste Spekulationen. Ich möchte euch aber nicht ganz ohne etwas Positivem aus diesem Video rausschicken, sondern mit einem kleinen Serientipp für echte All of Us Are Dead Fans, die sich nach mehr Inhalten sehnen. Und damit komme ich zu Sweet Home. Sweet Home ist eine koreanische Netflix-Produktion aus dem Jahre 2020. Ein einsamer junger Mann wohnt in einem Apartmentkomplex voller seltsamer Gestalten und steht kurz davor, Selbstmord zu begehen, als es plötzlich weltweit eine Epidemie gibt, die normale Menschen in Monster verwandelt. Soweit, so generisch. Was dann aber folgt, ist ein wirklich wilder Ritt. Romanzen, Monster, coole Action. Und die Serie wirkt wie eine Mischung aus All of Us Are Dead, Parasite, Tokyo Ghoul, Stephen Kings Der Nebel, Resident Evil, The Host, Hellbound, Game of Thrones. Und wenn man sich jetzt fragt, wie zum Teufel passt das alles zusammen, ist die Antwort so irgendwie zwischen so gar nicht und richtig gut. Ich hatte mit dieser Webtoon-Adaption seinerzeit eine ganze Menge Spaß und war echt froh darüber, als Ende letzten Jahres eine zweite Staffel released worden ist. Knappe 3 Jahre nach der ersten Staffel. Wer hier eine Parallele zu All of Us Are Dead sieht, sieht genau richtig. Und eine dritte Staffel kommt bereits im Sommer 2024. Also wenn ihr unbedingt coolen Seriennachschub im Stile von All of Us Are Dead sucht, dann schaut mal in Sweet Home rein. Ihr werdet es nicht bereuen. Habt ihr Sweet Home bereits gesehen? Und wenn ja, wie fandet ihr sie? Schreibt es gerne in die Kommentare. Genauso wie Wünsche, Anregungen und Fragen. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.